Hoffnung, dass ihr das auch noch hier am nächsten Tag in Ukraine. Daher, Stock am Platz für den österreichischen Staatsmeisterschaften. Platz Nummer 3. Ganz im Doppel-Einsatz hier. Jetzt geht's an den Also im Ziel und jetzt heißt es an alle Augen, bitte für die Mangel und auf der Seite, wie der Platz und wir gratulieren zu ihm. Eduard! Die Spitzengruppe, da sehen wir es jetzt wieder eingeblendet. Und wir sehen da vorne, jetzt kommt er gleich herein, der zweitplatzierte Österreicher, Leverkusen-Thema. Aber Achtung, Achtung, da kommt jetzt Steven. Kiprotich, meine Damen und Herren, der Weltmeister und Olympiasieger. Steven Kiprotich und Lehmerwerk. Zurück, die fallen nach Lehmerwerk mit dem und wir drehen uns natürlich auf die Spitze der Damen. Siegerin der Damen, Joey Lee. Führungsstart, so wird es eingehen und dann kommen wir zu diesem. Peter Herzog! Altersklasse! Die 15 Runden kann man sich erreichen. Bravo! 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 Auch wieder raus! Aber das ist noch nicht. Ich glaube, da war ein bisschen. Ist er nicht bei Sammer mehr, ein bisschen was fehlt doch, aber was soll man sagen, er hat nicht nur den großen Kopf verletzt, den nehmen wir. Zur Startgerade, ihr seht, die sind voll motiviert hier. Herzog bei Kilometer 17,8 Ja, was sagt man dazu, Peter Herzog? Wir warten jetzt auf den Sieger. Okay, Lukas, was er denn hier ist. Wir warten auf Lukas Simon. Wir warten auf Lukas Simon. Hier, also überlegen, an der Spitze gelegen. Und natürlich interessant auch noch dritter Platz hier. Manolo Rolig gewinnt also in der Altersklasse. Die 13 vor Sebastian Walle und bei den Mädchen auch schon nicht mehr steht, sind Fabiola Schottschecker. Die Aussicht hat jetzt von einem Drohne schon einmal ziemlich bereit. Das hat das keine mal lange dauern.
den Ligi hier. Ja, da steht ja einiges an. Wieder der Torwart,